Jo, hallo Leute, willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Simon und heute könnt ihr mich begleiten, wie ich eine Wochenendtour mache. Samstag und Sonntag, wahrscheinlich wird es zwei Teile geben. Ich bin am Samstag von dem Arbeitsort, wo ich arbeite, losgefahren Richtung Füssen, nach Reute zum Plansee und dann über das Ammergebirge, über Ettal zurück zu meinem Arbeitsort. Richtig klasse Gegend, ich bin erschlagen von der Schönheit. Guckt euch das mal an, das ist für mich ein einziger Liebesbrief eigentlich des Schöpfers, sowas hinzustellen, sowas uns zu zeigen. Ich bin beeindruckt und begeistert und genieße das mehr und mehr, auch bei im Winter in meinem Auto zu wohnen, weil ich glaube, dadurch habe ich die Möglichkeit, jedes Wochenende so einen Kurzurlaub zu machen, hier hinzufahren, wo es schön ist, das zu genießen, einfach anzuhalten, wenn ich müde bin, schlafe. Ich habe heute Nacht einen super Schlafplatz gefunden, hatte eine Wahnsinnsaussicht, direkt nach dem Aufstieg meinen Kaffee getrunken, habe den genossen. Perfekt, also so ein Wochenende ist erholsam wie, keine Ahnung, wie drei Wochen irgendwo wahrscheinlich Pauschalurlaub. Gut, muss jeder für sich wissen, aber ich genieße das total, einfach die Freiheit zu haben, loszufahren und dann eben sowas hier ganz spontan zu nehmen. Ich bin ein bisschen ab vom normalen Weg, nicht allzu weit, dass ich den Weg zurückfinde. Ich bin beeindruckt, was es hier gibt. Und wenn ihr Bock drauf habt, dran zu bleiben, wenn ihr Bock drauf habt, mich an diesem Wochenende zu begleiten, so eine typische Tour, wie ich es öfter mal mache, Samstag und Sonntag, bleibt dran. Es werden mehrere Stationen gezeigt, werden immer mal so ein Ausschnitt von dem, was ich gesehen und erlebt habe. Das hier ist für mich mit einer Highlights wahrscheinlich. Mal gucken, ob es noch besser wird. Ich genieße das total, werde jetzt noch eine Weile hier bleiben und die Aussicht genießen. Leute, jetzt stehe ich hier vor den Schwedenfällen in Österreich, kurz vorm Plansee. Näher ran komme ich leider nicht, weil alles total rutschig ist da auf der Seite. Das Wasser, was da mal runterfloss, ist zugefroren. Also unter dem Schnee ist nur noch zugefrorenes Eis. Man kann also am Rand nicht mehr lang gehen. Im Sommer wäre das möglich. Im Sommer springen hier Leute von den Klippen in die Becken da. Richtig klasse. Ich würde mir das Ganze mal jetzt im Winter anschauen, wenn das zugefroren ist. Mit den Eiszapfen am Wasserfall. Ich finde das total genial. Lohnt sich wirklich herzukommen. Ja, das ist direkt vom Plansee. Der Plansee, ich werde jetzt nochmal schnell anfangen und dann schön ein paar Aufnahmen zu machen, vielleicht einen Kaffee zu trinken und ein bisschen was zu essen. Auch eine wunderbare Sache. Leute, saugenial. Ich habe gerade meine Kamera eingeschaltet, weil ich filmen wollte, wie ich hier so am Ufer lang gehe. Und da krachte von da hinten ein riesen Wasser, ein riesen Eiszapfen rund. Ich hoffe, das ist zu erkennen auf der Kamera. Richtig genial. Macht auch ordentlich Krach. So, ich bin jetzt hier auf einer Aussichtsplattform, von der man aus die Wasserfälle gut sehen kann. Da unten war ich gerade. Wenn man genau hinsieht, sieht man sogar noch meine Fußspuren. Und dann kann man hier einmal rumgucken, in die Wasserfälle direkt hinein. Und an diesem großen Wasserfall seilen sich im Sommer halt Leute ab. Als ich letztes Mal hier gewesen bin, war auch eine Gruppe da, die sich abgeseilt hat. Einer hat sich das nicht getraut, was auch verständlich ist, wenn man es hier mal ansieht. Der ist dann auch hier zu Fuß quasi über den normalen Weg nach da unten gelatscht. Also ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, sich da an einem Seil runter zu angeln. Aber für heute im Winter haben wir gelernt, geh niemals zu nah an einen Wasserfall, wenn dort Eiszapfen hängen, denn die können abbrechen. Die schmelzen einfach weg, die brechen ab und fallen runter. Da sieht man übrigens noch das Stück, was abgefallen ist. Da. Gerade habe ich so schlau erzählt, dass man sich im Winter wohl besser nicht an diesen Wasserfallen abseilt. Das scheint die Freunde da unten aber nicht zu interessieren. Gut, da wo die jetzt stehen, sind keine Eiszapfen, aber ich denke mal, dass sie trotzdem irgendwo dann da am Wasserfall wieder hochklettern. Aber die werden schon wissen, was sie machen. Die haben ein Seil dabei. Eispickel, glaube ich. Sturzhelm. Die werden aber schon wissen, was die machen. So.
So Leute, wieder ein Stückchen weiter. Jetzt bin ich hier am Plansee. Das ist ein riesiger See, kurz nach der Grenze von Deutschland nach Österreich. Und was gibt es für eine schönere Kulisse, als an dieser wunderbaren Stelle hier meinen Kaffee zu machen. So, weil er so schön hier ist, habe ich mir gedacht, ich trinke nicht nur einen Kaffee, sondern ich esse auch gleich was. Und das ist meine Mahlzeit. Ich habe noch einen Karottensalat mir gestern gekauft. Da habe ich jetzt ein bisschen normalen Salat drauf gemacht. Tomaten, die waren auch mal ein bisschen frischer. Dazu gibt es ein Stückchen Baguette. Ich wollte mir gerade noch mal schön Olivenöl auf meinen Salat machen. Geht nicht, wegen der Kälte. Ist halt das ist ein einziger Klotz geworden. Schade. So, kurz über die Flamme gehalten und schon ist es wieder flüssig. Kein Problem. Wenn man hier im Sommer herkommt, ist der See oder das Ufer zumindest gut gefüllt mit Leuten, weil das gut zu erreichen ist. Wie gesagt, die Straße ist direkt daneben. Der See ist total kristallklar, sauber. Meistens relativ kalt wohl, der Plansee. Aber als ich letztes Jahr hier gewesen bin im Sommer, war der richtig schön angenehm, erfrischend kalt. So Leute, ich stehe jetzt hier vor dem Benediktakloster in Ettal. Und das wird auch meine letzte Station für heute. Ich möchte noch auf ein Weihnachtskonzert gehen. Ich denke, wir kommen auch rein. Das Kloster scheint offen zu sein. Da gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Das ist wirklich beeindruckend, was da vor hunderten von Jahren geschaffen wurde und bis heute erhalten blieb.